Hey ho, meine Lieben, es geht weiter mit meinem Mexiko-Essen. Ich mache heute ja eine geplante Resteverwertung mit den Tacos und dem Chili con Carne, das heute mit Sicherheit besser durchgezogen ist als gestern. Und zwar mache ich einen Taco-Auflauf. Und ja, meine Form ist jetzt wesentlich größer, meine Auflaufform, wo ich nehme, als das, was ich mache. Aber ich finde meine Auflaufformen nicht. Die liegen wahrscheinlich alle noch im Keller unten. Da muss ich jetzt einmal nachgucken und die hochholen. Aber das nächste Mal dann eine passende Form. Ja. Ja. Gehen wir rüber in die kleine, aber feine Küche und Mexiko Bendecher oder so ähnlich. Ja. Ach, gehen wir rüber. Und schwupps, wären wir schon wieder hier. Was habe ich alles wieder? Die Tacos, ganz klar. So eine Form. Konix. Ach, ist mir wurscht, wie die genau heißen. Ich sage Konix. An Mozzarella zum Überbacken. Die Paprika und die Tomate noch klein geschnitten. Saure Sahne und den Frischkäse. Und natürlich das Chili con Carne. Das probiere ich jetzt mal kalt, ob das schön durchgezogen ist. Ja. Schmeckt sogar etwas besser als gestern. Ich lege mal hier unten jetzt erst einmal eine dünne Schicht rein. So. Also ich mache das jetzt wieder, wie ich gerade Lust dazu habe. Hier noch ein bisschen was von der sauren Sahne drauf. Tja, bei solchen Sachen muss man halt wieder ein bisschen erfinderisch sein. Ein bisschen seine Fantasie verwenden. Und dann kann man da noch mal was richtig Schönes draus basteln. So. Dann kommen die Tacos. Schmeißen wir sie erst einmal schön rein. Also es kann natürlich sein, dass die Tacos hinterher ziemlich weich sind. Das vermute ich sogar. Aber mein Gott, dann ist es so. Und dann platzieren wir die hier drin. Jetzt schaue ich mal, wie viel ich da hier reinbringe. Aber ich denke mindestens 4 Stück. Oh Gott, wer soll das essen? Ja, den Rest mache ich mir halt dann morgen nochmal warm. Von dem Zeug lasse ich nichts verkommen. Ja. So, alles was weg muss. Hier nehmen wir jetzt noch den restlichen Frischkäse, der noch vorhanden ist, und pumpen den auch noch, geh runter vom Löffel, auch noch drauf. Learning by doing, da machen wir überall so ein Batzel drauf, dass das noch, ja, wenn es warm wird, so ein bisschen mit rein laufen kann. So, und dann hätten wir es auch geschafft. Ich nehme jetzt einfach meine Finger, ist eh für mich alleine. Und nebenbei schnabulieren.
So, hier jetzt noch schön Mozzarella drüber. So, Freunde, und dann kommt es jetzt noch so für eine, ich schätze mal für eine Viertelstunde oder so, in den Backofen, bis es alles schön warm ist, der Käse schön verlaufen ist und ich mache mir in der Zwischenzeit noch ein klein bisschen an Salat. So, das sollte reichen. Dips stehen auch schon da. Ich hole hier gerade das Essen aus dem Ofen raus. Jo, geil. Warum habe ich hier einen Mozzarella genommen? Tja, ich wollte unbedingt Mozzarella haben. Ja, so einfach ist es. So, dann werden wir doch mal schauen. Übrigens, lecker Salat. Ich stelle bloß mal hier auf die Seite. Und dass ich hier ein oder zwei Tacos rausoperieren kann. Ja, ach, keine Ahnung. Ja. Ja, ups. Wie gesagt, die Tacos halt jetzt sehr weich. So, dann tun wir das noch mit drauf. Kann man mit Sicherheit jetzt schöner anrichten, gebe ich zu. Aber ja, ich habe Hunger. Leute, ich habe einfach nur noch Hunger. So. Dann donnern wir uns von den Dips noch was drauf. Also was ich heute von den Dips nicht esse, kann ich wahrscheinlich in die Tonne treten, weil sich die leider nicht so lange halten. Darum nehme ich jetzt auch denselben Löffel, ist mir wurscht. So. Ein bisschen schön Salat drauf. So, stellen wir das Zeug mal auf die Seite und voila, ist mein, ach, da liegt auch noch was, ist mein Taco-Auflauf auch schon fertig und jetzt heißt das Ganze in dieser Zusammenstellung zu probieren. Also hier empfehle ich jetzt definitiv Messer und Gabel, weil alles andere wäre eine Katastrophe, das zum Essen. So, ab in Hals. Boah, ist das geil. Schön Dippen dazu. Leute, was soll ich sagen? Das ist mal ein richtig geiles Geburtstagsessen für mich. Richtig, richtig geil. Mmh.
Der schmeckt noch tausendmal besser als gestern. Diesen Industriegeschmack, oder wie ich es genannt habe, beim Chili von gestern, schmecke ich heute gar nicht mehr raus. Richtig schön durchgezogen, noch mit der sauren Sahne und dem Zeug dabei, ganz anders. Ja, in dem Sinne, wenn dieses kleine Video gefallen hat, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo und hasta la vista, amigos, und muchachos, ach, Tschaikowski, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.